Morgen, meine Lieben. Ich grüße ganz herzlich zu unserem Samstag unter speziellen Konditionen. Ja, wir sind jetzt gleich am Frühstücken. Ich mache jetzt gerade nur dem Papa schnell Tee. Wir haben jetzt Wasser gekocht und bereite für die Kinder ihren Immunsaft. Der ist richtig lecker. Schaut euch, der ist von Ökofarm, Immun 44. Und er hat wirklich coole Sachen da, drin. Vitamin A, B6, B12, C, D, Folsäure, Selen, Zink, alles, was man jetzt irgendwie braucht zu der Zeit. Aber zuerst mache ich mal für den Papa den Tee, weil das Wasser gerade fertig ist. Star Wars? Na, geben diese Tasse. Jo, Pfefferminz wollte der Papa. Habt ihr was mit der Lara? Die Lara mag auch die gleichen mit dem, die gleichen Cornflakes. Ich zwinge den Papa ein bisschen zu sein Glück. Ich probiere ein bisschen Smoothie. Kommt nichts raus? Ziemlich schwer. Sei doch nicht so empfindlich. Irgendwas zermacht es. Schmeckt dir das? Ehrlich? Du Ratte, du musst das trotzdem trinken. So, meine Lieben, wie ihr seht, sitzen wir schon im Auto, also ich und die kleine Mischka. Und wir gehen jetzt, oder wir fahren den Hund holen. Ich habe euch ja das schon erzählt, gestern glaube ich im Vlog, dass ja, das schon eigentlich länger ausgemacht ist. Ich glaube schon 2 Wochen oder eine Woche. Mit dem Tierschutzverein, die Dame. Es war eigentlich so ausgemacht, dass wir nach Ungarn fahren, den Hund zu holen. Das hat die Tierschützerin aber jetzt uns quasi erspart. Sie hat gesagt, sie nimmt einfach alle Hunde mit und wir treffen uns im Burgenland. Ich habe ihr gesagt, dass mein Mann krank ist und wenn sie will, komme ich nicht. Aber sie hat gesagt, nein, das ist für sie überhaupt kein Problem. Wir machen das dann halt irgendwie so, dass es passt. Versteht ihr, was ich meine? Also, dass quasi ich das Geld in ein Briefkuvert gebe, weil für den Hund muss ich zwar nichts zahlen, aber ich muss einen Tierschutzbeitrag zahlen von 310 Euro. Und sie muss mir auch Unterlagen geben wie den Pass, der Hund ist gechippt und so weiter. Wir freuen uns sehr, auch unter diesen Umständen natürlich. Will ich diesen Hund nicht im Stich lassen, weil wir haben schon versprochen, dass wir ihn nehmen und wir gehen jetzt natürlich nicht unter Leute. Wir treffen uns auf einem Pferdehof in Burgenland. Das ist einfach so ganz abgelegen und dann schauen wir mal hin. Da bin ich auf jeden Fall gespannt und ja, wir machen uns jetzt auch auf den Weg und wir werden euch dann natürlich ein bisschen mitnehmen, soweit es möglich ist. Freust du dich? Ich wollte unbedingt mitgehen. Ich wollte zuerst alleine gehen. Wir haben auch den Korb, also die Transportbox haben wir auch dabei. Aber die Michelle hat dann rot im Wasser geweint, weil sie wollte unbedingt mitgehen. Deswegen habe ich gesagt, ja, sie darf mitfahren, aber sie muss im Auto sitzen bleiben und so. Ja, einfach so Safety first. Schaut euch das mal an, meine Lieben. Hier ist das kurz vor, also wir sind hier in Burgenland, kurz an der Grenze vor Ungarn und das ist alles dicht. Ich werde euch hier ein Video einblenden, wie es kurz davor ausschaut. Das ist die Schlange, das ist Grenze, Michelle. Die kontrollieren jetzt die Grenze. Also die Grenze ist geschlossen. Und es ist halt mega Stau. Heftig. Aber was glaubt ihr, warum stehen die irgendwie? Ich habe keine Ahnung. Holy shit. Das sind auch viele. Ja, gell? Erschreckend. Das ist eine kilometerlange Schlange an LKWs und jetzt aktuell, wir müssen in 1,2 Kilometer, also ob ihr das sehen könnt, wahrscheinlich nicht, was flackert, aber in 1,2 Kilometer müssen wir rechts abbiegen und jetzt ist hier purer Chaos. Seid bei den Autos. Und ich muss ganz dringend Pipi, also richtig dringend. Aha, ach so, ich nicht. Ach scheiße. Oh nein. Und hier steht, dass es quasi, also laut Navigation, 14 Minuten dauert. Wahrscheinlich, weil wir abbiegen müssen und einige zur Grenze müssen. Das wird jetzt spaßig. Ich meine,
Wir haben uns für diesen Hund entschieden. Das stand schon fest. Vor 2 Wochen ungefähr haben wir mit der Tierschützerin das ausgemacht. Ausgemacht war ja, dass wir eigentlich den aus Ungarn holen. Da aber gestern die Grenzen geschlossen wurden und es nicht so einfach ist, rein und raus, hat sie gesagt, dass sie alle Hunde holt. Also sie holt insgesamt 6 Hunde. Sie sind auch nach Ungarn gefahren. Dort haben sie auch viele Hunde kastriert und quasi diese 6 Hunde mitgenommen. Und ja, ich hätte mich schlecht gefühlt, den Hund im Stich zu lassen, weil wenn wir ihn nicht genommen hätten, hätte sie ihn dort in Ungarn gelassen. Und ich weiß nicht, also das bricht mir mein Herz, ehrlich gesagt. Und das werden wir schon schaffen. Gell, Michelle? Ja. Yeah. Michelle freut sich schon. Und alle freuen sich schon auf den Bibi-Wow-Wow. Ich hoffe, wir kommen da nur irgendwie schnell raus, weil ich muss echt dringend aufs Klo. Das ist sowas von dringend. War ich nicht mehr zu Hause? Nein. Doch, ich weiß gar nicht mehr. Oh Gott. Wie lange sind wir schon unterwegs? 2 Stunden fast. Na, 1,5. Wir haben noch eine halbe Stunde, bis wir da sind. Gut, dass wir früher weggefahren sind. Ja. Weil wir hätten eigentlich, wir hätten schon vor einer Viertelstunde, wir hätten eigentlich jetzt in 20 Minuten da sein sollen. Ah, dieser LKW-Chaos macht mich gerade nackt. Wahnsinnig. So viele LKWs. Ich will gar nicht wissen, wie lange diese Menschen, die diese LKWs fahren, jetzt hier stehen müssen. Ah, endlich geht's weiter. Ja, es öffnet sich ein bisschen, aber nur ein minimales Stückchen. Wir sind jetzt vorbeigekommen an diesen einen LKW und jetzt steht hier schon wieder ein LKW. Das ist ja ein Wahnsinn. Oh, jetzt müssen wir wieder Spur wechseln. Das ist ja unmöglich. Katastrophe. Wirklich. Das ist ja ein Wahnsinn, wirklich. So, in 1 Kilometer müssen wir abfahren. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Gucken wir uns das mal an. Okay, jetzt schaut es ein bisschen freier aus, aber man weiß nie. You never know, was sich noch vor dir verbirgt. Hast du auch die Rettung? Nö. Polizeisirene? Nö. Ich höre das irgendwie so in meinem Kopf. Also da bin ich schon paranoid. Ich höre so nie, nö, nie, nö. Hörst du das? Nee. So, müssen wir raus. Wir müssen hier raus in Mönchhof. Da bin ich mal echt gespannt. 300 Meter. Shit, schau dir das an. What? So, wie kommen wir da jetzt raus? Das ist nicht deren Ernst, die stehen da, ein Wahnsinn. Ist das so? Ja, ja. Oh, ich bin so froh, dass wir da draußen sind. Wir haben es geschafft, Michelle. Ja, Gott sei Dank. Oh mein Gott. Furchtbar. So, wir melden uns später, meine Lieben. So, meine Lieben, wir sind angekommen und wir sind die Einzigen hier. Wir warten auf die Dame. Wir haben schon telefoniert. Sie hat gesagt, sie ist schon auf dem Weg. Sie verspätet sich noch ein bisschen, weil sie musste auf Toilette. Und ja, wir warten. Mich ist schon ganz aufgeregt. Ja. Und ich sitze mit dem Hund drinnen im Kofferraum. Im Körbchen. Wir haben übrigens diese Katzentransportbox mitgenommen. Ich meine, es ist ja ein Welpe, der wird da wohl reinpassen. Sicher, das ist ein Mini-Hundi. Und da ist jetzt noch eine Familie da. Also eine. Ich glaube, sie wollen hier warten. Ich glaube, die warten wahrscheinlich auch auf einen Hund, weil die Frau kommt ja mit 6 Hunden, Michelle. Wir bleiben aber jetzt im Auto sitzen, weil, ja, sicher ist sicher. Das? Ja, schau, sie winkt. Das ist sie wahrscheinlich. Yay! Sie ist da! Schaut und die mal. Menschen warten auch schon. Fix auch auf den Hund. Oh mein Gott! Ich mach's lieber so. Genau, wir machen es lieber so. Ja, vor allem, da ist jemand krank in der Familie und deswegen machen wir es wirklich so. Okay. Du bist alle Hunde, na klar. Ich bin noch ein bisschen schwerer als 6 Kilo, aber gut. Ich bin verschätzt. Wir haben ein bisschen ganz gut da. Ja, schaut mal. Oh. Oh, arme Kinder, damit ihr ein bisschen wenigstens abwischen. Ja, das Auto fahren, das ist nichts.
Hi! Oh Gott, das ist. Vielleicht einfach ins Handtuch einpacken. Was? Ist das ein Mädchen? Oh, ein bisschen frische Luft schnappen. Warte mal. Sollen wir es ins Handtuch bei uns einwickeln? Warte ich. Wir tun es auf alle Fälle, wie gesagt, in die Box rein und daheim halt dann einmal eine Runde waschen. Ja. Wollen Sie es so gleich rein? Weil jetzt stinkt sie wirklich ein bisschen, aber es hilft nichts. Komm mal, die Kopf einziehen. Okay. Oh, Baby. Oh, Baby. Ich habe sie schon gestreichelt. Wir müssen die, du magst dann hinten sitzen bei ihr. Sitzt du dann bei hier? Nur als Information, die Lina hat ihr in der Früh noch die Zehennagel geschnitten. Bei einem ist sie ein bisschen weiter nach hinten gegangen, nur dass sie nicht schrecken, da ist ein bisschen Blut rausgekommen. Okay. Ja. Aber wie gesagt, alles tippitoppi. Super. Ja. Barbie, aber wir werden dich anders nennen. Oh, sie zieht dort. Wie nennen sie Emmy? Emmy, wenn du willst, Michelle. Ja. Können wir sie? Oh, sie. Oh, wie sie zittern. Weißt du, du machst die. Sie machen jetzt die Unterlagen, oder? Genau. Alles klar. Oh, ist sie süß. Du kannst dich eigentlich deine Sachen von vorne holen und gleich. Die Michelle sitzt jetzt nämlich mit ihr hinten. Leckerlis hast du auch mitgenommen. Na, das braucht sie dabei nicht. Sie hat ja Brustgeschirr rum. Weißt du, sie machen das so? Das können wir da. Voll die Aufgeweckte. Das ist schön. Die ist so lustig, wie ich uns so aushalte und ihren Spaß macht. Wie gesagt, sie ist. Autofahren ist halt nicht so lustig, das wissen wir. Weil immer, wenn sie so klar fahren, das ist halt immer das Thema. Ja, das geht's. Schaut mal, meine Lieben, das ist unsere kleine Emmy. Emmy, schau mal hier, schau mal hier. Hier, sie will ein Leckerli, schaut mal. Möchtest du ein Leckerli? Ja, das ja, nimm. Njom, njom, njom. So süß. Wir sind jetzt da. Ich sage nur Patrick, dass er die Sophie dabei kurz. Kannst du die Sophie kurz wegsperren? Also bei euch runter. Okay, wir kommen dann. Hast du schon gemacht? Ich sag dann Bescheid. Ich warte. Soll ich raufkommen? Gut, tschüss. Hallo? Ich habe eine Überraschung für euch. Kommt mal her. Mami! Schau! Wer ist das? Lass sie runter. Wer ist das, Luisa? Und Papa. Der Papa kann nicht raus, Michael. Schau mal, Lara. Schau mal, Patrick. Süß, oder? Lisa, ist das süß? La. Langsam. Hi, Schatzi! Hallo, Sophie. Weiß nicht. Lisa, langsam, Schatzi. Du machst ja an. Sie jetzt bei mir, weil ich habe sie mit ihr die ganze Zeit gekuschelt. Ja. Du auch, Lara? Du machst mal das? Du kannst süß. Oh. Mama. Ja? Ich will eine Milchschnitte. Ja, gleich, Lara. Ich habe jetzt keine Milchschnitte gekauft. Schau dir Luisa an. Oh, tipp. Oh, ist das süß. Komm her, Mama. Banana in der Panna. Komm her. Wo denn? Da, zum Hund. Nennen wir sie Emmy? Schau, wie sie will. Luisa. Tipp. Kuscha, Luisa, kuscha. Michael, komm, geh. Luisa, ist das die Emmy? Emmy, ja. Oh mein Gott, Luisa. Oh Gott, Luisa, die Luisa ist hin und weg. Emmy? Ist das die Emmy? Komm her, Lara. Komm her. Das sagst? Okay, hast du keine Angst. Das ist doch süß. Was, hast du die Wäsche in den Trockner gestellt? Danke, Patrick, dass du gut zumindest auf die kleinen Mäuse aufgepasst hast. Komm, zeigen wir sie dem Papa. Ja. Komm, gehen wir dem Papa zeigen. Und der Papa? Dein Zimmer doch. Der Papa wartet schon. Der Papa wartet schon. Da macht's auch. Er hat schon den Platz geschafft.
Stinkt schon. Ja, Papa, sie stinkt nur, weil sie sich bei der Frau im Auto übergeben hat. Ja. Jetzt Luis. Wie schaust du denn aus? Wie schauen sie will? Zeig mal. Oh. Wie schaust du denn aus? Ich geh besser weg, Mama, das stinkt, das stinkt. Nein, bisher müssen wir sie baden, weil sie gekotzt hat. Die Luisa hat sie schon geknuddelt. Ich muss dringend aufs Klo. Nee, wie geht's dir? Komm, Pato, der will auch hingreifen, aber er ist noch schüchtern, weil ich ihn filme. Oh, wir lernen jetzt auf jeden Fall mal die Emmy ein bisschen kennen. Und wir bin der Papa. Dir geht aber schon gut, aber, oder? Hast du noch Halsschmerzen? Bisschen, ja, ganz wenig. Ja. Du musst dich streichen. Alles klar. Die Reunion mit der Sophie ist sicher auch spannend. Hol mal die Sophie bei dir. Ah, sieht schon. Ja, ja, sicher. Ja. Schau mal, Sophie. Nein. Da haben wir die. Die Sophie liebt Hunde. Schau, die Sophie wedelt da. Ja, du bist ab jetzt bei uns. Ist gut. Sophie! Hallo, Sophie! Was ist los? Dein neuer Freund! Deine neue Schwester! Und der Hafer. Ich glaube, es wäre besser, wenn die Emmy heute bei mir schläft. Nein, die Sophie braucht auch ihre Zeit, Michelle. Ich bin ja immer dein Papa. Komm schon. Ja. Na komm, laufen. Ich habe Angst, auf ihre Pfoten zu treten. Die sind so klein, gell? Was wir Bibi machen? Ah, oh, eine Runde Bibi. Babo, Bibi. Eine Runde Pause. Schlecki-Pause. Weiter geht's. Erstes Gassi zusammen. Auf meine Füße. Schaut mal, die Emmy ist schon ganz vertraut hier, die hat schon den Futtertopf gefunden. Emmeline! Ja, hi! Merci, Patrick. Aber wenn man sie von hinten sieht und von der Größe nicht beachtet, dann könnte sie genauso wie Sophie aussehen. Also als die kleine Sophie. Ja, aber die Sophie hatte viel kleinere Tatzen. Emmy! Also viel größer. Mama, größer? Entschuldigung, viel größer. Ist ein Mini-Kraftwerk. Hör mal auf zu singen. Oh, du hast sie jetzt eingeschläfert mit Singen. Sie schläft. Schau, sie hat die Augen aufgemacht. Will er singen? Oh Gott. Achtung, Kopf. Jetzt! Du noch hast eine Glocke. Patrick, komm her mal, Patrick. Wohin gehen Sie denn bitte mit dem kleinen Wuschelkopf? Gehst du eine Runde Gassi mit dem Patrick? Oh, Patti Kuscha. Sie stinkt noch ein bisschen, gell? Sie muss noch unseren Geruch annehmen. Sophie, weißt du Gassi mit Patrick? Ja. Ich werde mich jetzt auch vom Vlog verabschieden. Wir haben jetzt noch gegessen. Ich muss jetzt noch den Tisch wegräumen und abräumen. Und dann vielleicht schneide ich noch schnell ein Video für heute, weil heute ist keins online gekommen. Es ist schon fast 20 Uhr. Ob ich das noch mache, weiß ich nicht, ob ich es dann für morgen lasse, weil ich bin jetzt selber schon kaputt und ja, wir haben auf jeden Fall mit dem Wauwau unseren Spaß, der ist ganz süß. Wo bist du? Hallo Emmy! Wie
langsam, langsam. Die Luisa ist natürlich hin und weg. Ja, Sophie, was ist denn los? Ha? Ist da noch einer? Sie haut sich immer mit dem Kopf bei diesem Ding da an. Ja, weil sie genau auf der Größe ist. Schon zweimal mit dem Kopf dagegen gelaufen. Okay, wie ihr seht, haben die ihren Spaß. Und, magst du die Emmy? Liebst du sie schon? Na gut, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Fokus. Und bis morgen.